Das Wunder der Hoffnung. Das Wunder der Hoffnung. Lass mich euch eine Bibelstelle vorlesen, eine bekannte Bibelstelle. Es ist eine von diesen Bibelstellen, wenn die vorgelesen wird, weißt du, es ist Weihnachten. Jesaja 9, Vers 5. Jesaja, der Prophet aus dem Alten Testament, der prophetisch über das Kommen von Jesus spricht. Und hier ist, was er sagt. Denn uns ist heute ein Kind geboren. Ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Denn uns ist heute ein Kind geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und diese Worte von dem Propheten Jesaja beschreiben genau das, was wir heute feiern. Wir feiern, dass Gott selber, der Schöpfer des Universums, auf diese Erde kam, Mensch wurde, um uns nahe zu sein. Oder, um es vielleicht in anderen Worten zu fassen, wie es Johannes schreibt in seinem Evangelium, ganz am Anfang, in den ersten paar Versen, hier ist, wie er das sagt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als ein Eingeborenes vom Vater. Voller Gnade. Voller Wahrheit. Das Wort wurde Fleisch und zog in unsere Nachbarschaft. Gott, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott, der Schöpfer von allem, was wir kennen, von allem, was wir sehen, der unermesslich groß ist, wurde Fleisch und zog in unsere Nachbarschaft. Und das ist nichts anderes als ein riesiges Wunder. Was wir heute feiern, ist kein traditionelles Fest, wo wir an Traditionen festhalten, wo wir an ethischen, moralischen Werten festhalten, was wir seit 2000 Jahren so feiern. Nein, was wir heute feiern, ist eines der größten Wunder, wenn nicht das größte Wunder, was diese Welt jemals gesehen hat. Gott selber kam und wurde einer von uns. Das ist ein Wunder. Ein Wunder. Manchmal schmeißen wir mit Worten um uns rum und wissen gar nicht genau, was diese Worte eigentlich bedeuten. Was ist eigentlich ein Wunder? Ich habe mal Gedanken darüber gemacht, was ist ein Wunder? Und habe versucht, verschiedene Beschreibungen mal herauszufinden davon, was ein Wunder ist. Und hier ist die erste, die ich gefunden habe. Und ich liebe diese Beschreibung. Seid ihr bereit dafür? Aber etwas Außergewöhnliches. Den Naturgesetzen oder aller Erfahrung Widersprechendes. Etwas, was in seiner Art und durch sein Maß an Vollkommenheit das Gewohnte, Übliche so weit übertrifft, dass es große Bewunderung und großes Staunen erregt. Etwas, was in seiner Vollkommenheit das Übliche so weit übertrifft, dass es große Bewunderung und großes Staunen erregt. Sein Kommen ist etwas absolut Übernatürliches. Dass Jesus kam auf diese Welt, ist nichts Normales, ist kein normaler Vorgang, sondern ist ein etwas Übernatürliches, was geschehen ist durch einen übernatürlichen Gott, der uns jetzt einlädt zu einem übernatürlichen Leben. Der übernatürliche Gott kam nicht in diesem Wunder, um uns ein Leben voller Regeln, voller Tradition und voller Du musst zu geben. Sondern er lädt uns ein, ein übernatürliches Leben gemeinsam mit ihm zu leben. Und das feiern wir heute. Wir feiern nicht nur irgendein Fest. Wir feiern, dass er uns einlädt, ein übernatürliches Leben zu führen. So wie er ein übernatürlicher Gott ist. Ich habe auch eine Definition von euch, was ein Wunder ist. Die ist von mir. Ich weiß nicht, ob sie von mir ist, aber ich tue es mal so, als sei sie von mir. Etwas, ein Wunder ist etwas, mit dem man so nicht gerechnet hat.
oder? Ein Wunder ist etwas, mit dem man so nicht gerechnet hat. Wenn ich denke an ein Wunder, mit dem man nicht rechnet, das Wunder von Bern, jeder kennt es. Und du hast gedacht, es ist Weihnachten, er wird es nicht schaffen, über Fußball zu reden. Haha, ich habe es geschafft an Weihnachten. Das Wunder von Bern, etwas ist passiert, mit dem keiner gerechnet hat. Und was wir heute feiern, ist genau das. Gott ist gekommen auf eine Art und Weise, mit der niemand gerechnet hat. Wir alle wussten, Gott ist groß. Damals im Alten Testament, das jüdische Volk wusste, Gott ist groß. Sie wussten, der Messias wird kommen. Aber dass er so kommt, in Demut, voller Gnade, damit hat keiner gerechnet. Dass er kam, nicht weil wir so gut sind. Gott saß nicht im Himmel, hat uns angeschaut und gedacht, wow, die sind so gut, die leben so nah an mir dran, ich will sie sehen. Sondern das Volk, wir Menschen haben uns immer wieder abgewandt und dennoch oder gerade deswegen kam er. Römer 5, Vers 8 beschreibt es großartig. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus kam und für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er kam auf eine Art und Weise, mit der niemand gerechnet hat. Und er möchte ein persönlicher Gott für dich sein, auf eine Art und Weise, mit der du vielleicht nicht gerechnet hast. Diese Weihnachten kann ein Weihnachten für dich werden, mit dem du vielleicht nicht so gerechnet hast. Vielleicht das ist es, wird ein weiteres Familienfest, ein weiteres Truthahnessen, ein weiteres Raclette, ein weiteres Käsefondue, ein bisschen Glühwein, viel Familie, ein paar Streitgespräche nebenbei mit dem komischen Onkel, der immer kommt. Vielleicht dachtest du, das wird ein ganz normales Weihnachten, aber hey, vielleicht wird dieses Weihnachten ein Weihnachten, mit dem du so nicht gerechnet hast. Vielleicht ein Weihnachten, wo Gott dir begegnet, auf eine Art und Weise, mit der du nicht gerechnet hast. Weißt du, was wir feiern, ist, dass ein Stück Himmel auf die Erde kam. Ein Stück von Gottes Herrlichkeit, ein Stück von seinem Himmel kam auf die Erde. Und nicht nur als Stück von Himmel, sondern dieses Stück Himmel, was kam, wurde zu einer Tür für uns, durch die wir jetzt gehen können, um jetzt schon, während wir auf dieser Erde leben, Zugang zu haben zu diesem Leben und zu dieser Fülle, die Gott für uns hat. Er kam nicht, um ein Volk von Dienern zu haben, die ihm irgendwie robotermäßig hinterherlaufen. Er kam, um uns Leben zu geben, um uns Hoffnung zu schenken, um uns Fülle zu schenken. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zum Vater als durch mich. Er wurde zum Weg, er wurde zur Tür. Und an Weihnachten wurde die Tür aufgestoßen für die Menschheit. Und jeder, der möchte, darf durchgehen und schon jetzt dieses ewige Leben haben. Johannes 10, Vers 10, er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Das Leben in ganzer Fülle. Das Wunder der Hoffnung. Leben ist da, wo Hoffnung ist. Wenn du beschreiben müsstest, was ist Leben? Was heißt es zu leben? Zu leben heißt zu hoffen. Nimm Menschen die Hoffnung, und sie hören auf zu leben. Aber gib Menschen einen neuen Weg, der ihnen zeigt, dass da, wo sie jetzt gerade sind, sie nicht bleiben müssen. Und neue Kraft wird freigesetzt. Und neue Energie wird freigesetzt. Und neue Perspektive wird freigesetzt, weil wir verstanden haben, wow, es gibt eine Hoffnung. Und diese Hoffnung wird nicht festgemacht an irgendwelchen irdischen Dingen, an irgendwelchen vergänglichen Dingen. Diese Hoffnung, diese biblische Hoffnung ist fest verankert und geknüpft in Jesus Christus selber. Unsere Hoffnung wird nicht geknüpft an andere Menschen, nicht geknüpft an unsere Arbeitsstelle, nicht geknüpft daran, dass alles irgendwas Gutes passiert in unserem Leben. Nein, unsere Hoffnung ist geknüpft an die Tatsache, dass Gott uns so sehr liebt, dass er uns nahe kam und dass er uns niemals fallen lassen wird. Und wenn ich auch durch schwere Zeiten gehe und wenn ich auch wandere durchs finstere Tal, fürchte ich mich nicht, denn ich weiß, sein Stecken und sein Stab, sie tröst mich, er ist bei mir in meinem dunkelsten Tag, er ist bei mir an meinem schlechtesten Tag und das gibt mir Hoffnung. Du musst dieses Leben nicht alleine leben und ich bin nur ein ganz kleines bisschen begeistert. Ich weiß, es tut mir leid. Ich sollte an Weihnachten eine getragene Predigt halten. Aber ich kann nicht. Wenn du verstehst, die Gnade, das Ausmaß von Gottes Gnade und das Ausmaß von Leben und Hoffnung, was er in dich hineinlegen möchte, dann kannst du nicht getragen bleiben. Dann füllt dich eine Dankbarkeit, die du so noch nie erlebt hast. Diese Hoffnung liegt in Jesus.
in deiner Beziehung mit Jesus. Zu finden ist diese Hoffnung und dieses Leben in Jesus und in deiner Beziehung zu Jesus. Diese Hoffnung ist immer verknüpft mit ihm. Epheser 3, Vers 17 bis 20, lass mich das vorlesen, aus der neuen Genfer Übersetzung. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Das Wunder der Hoffnung ist ein Wunder, dass Gott, der Herrscher des Universums, kommt, um uns nahe zu sein, ist ein Wunder. Und er kommt, um uns Hoffnung zu geben. Er kommt, um dir Hoffnung zu geben. Er kommt, um dir Leben zu geben. Und das Wort Hoffnung, biblische Hoffnung, ist immer eine gute Hoffnung. Eine gute Hoffnung, dass er dich nicht loslässt. Eine gute Hoffnung, dass da, wo du jetzt bist, du nicht bleiben musst, sondern gemeinsam mit ihm, je besser du ihn kennenlernst, in dieses Leben hineintreten kannst, was er für dich hat. Ich frage mich, wo auch immer du gerade sitzt, hier in Konstanz, in München, in Düsseldorf. Kennst du diesen Jesus? Nicht hast du was von diesem Jesus gehört. Kennst du diesen Jesus? Hast du eine Beziehung mit diesem Jesus? Hast du ihn jemals eingeladen in dein Leben? Hast du ihm jemals die Chance gegeben, dir zu zeigen, wer er wirklich ist? Hast du jemals dich hingesetzt über die Weihnachtstage und gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, wer ich wirklich sein kann. Gib mir dieses Leben. Gib mir diese Hoffnung. Manchmal haben wir so ein verdrehtes, falsches Bild von Gott und wir machen Gott so klein und wir packen Gott in eine Box. Du kannst Gott nicht in eine Box packen. Gott ist so viel größer, als du weißt, so viel besser und gnädiger und gütiger, als du denkst. Und vielleicht glaubst du, ja, aber ich habe es nicht verdient. Alle anderen vielleicht sind gut, aber weißt du, wenn du wüsstest, wie ich drauf bin, wenn du wüsstest, welche Fehler ich gemacht habe, wenn du wüsstest, wie es mir in meinem Leben gerade geht und wo ich stehe, ich habe es nicht verdient. Yes! Das genau ist der Punkt. Das genau ist, warum Jesus kam. Nicht, weil wir es verdient haben, bei Gott zu sein, sondern weil wir es nicht verdient haben und weil wir seine Gnade brauchen. Wenn du sagst, du hast es nicht verdient, dann bist du der beste Kandidat für seine Liebe. Der beste Kandidat für seine Gnade, der beste Kandidat für seine Güte. Lass dir zeigen, wie sehr er dich liebt und welchen Plan er für dich hat. Diese Weihnachten, nicht nächste Weihnachten, nicht nächste Woche, nicht nächstes Jahr. Heute, jetzt und hier. Kennst du Jesus? Ich glaube, diese Weihnachten kann eine wundersame Weihnachten für dich werden. Eine wundervolle Weihnachten für dich werden. Eine wundererfüllte Weihnachten für dich werden. Wo du realisierst, wer du wirklich bist, indem du herausfindest, wer er wirklich ist und sein möchte für dich.